Lautert. Im blauen Ländchen. 4 Uhr. Ein kalter Wintermorgen. Christoph Schmitz ist auf dem Weg in eine ganz besondere Werkstatt. Als Ein-Mann-Betrieb baut er Maschinen für die Landwirtschaft mit Pferden. Christophs Ideen sind in ganz Europa gefragt. Was früher auf dem Land selbstverständlich war, das weiß heute nur noch er. Christoph Schmitz kämpft für eine Landwirtschaft ohne Traktoren und er baut die Maschinen dafür. Das Mähwerk, was du jetzt hier baust, welche Kunden ist das? Wo geht es hin? In Schweden geht das. Zu dem Kunden, der hat einen Vorderwagen mit Nachlauf bekommen. Also ich glaube, die große Masse an bodengetriebenen Geräten, sprich Mähwerke und Vorderwagen mit Bodenantrieb, baue bloß ich und einer in Amerika. Und dann gibt es immer mal wieder welche zwischendrin, viele, die auch gute Pionierarbeit geleistet haben, die schon vor mir gab. Aber ich glaube, die haben einfach nicht die Stückzahlen verkauft wie ich. Und das liegt ganz sicherlich nicht dran, dass ich so ein guter Verkäufer bin, weil das bin ich nicht. Machst du das auch als Idealismus? Ja, für einen Großteil, ja. Glaubt mir zwar immer keiner, aber. Wenn ich jetzt die Zeit, die ich an so einer Maschine sitze und drüber nachdenke und überlege, wenn ich die jetzt, sagen wir mal, mit einem mittleren Gehalt rechnen würde von jemandem, der davon Ahnung hat, da kostet eine Maschine ja 30.000, 40.000 Euro. Und nicht 10. So wie bei dir jetzt. Ja. Um das Geschäftliche kümmert sich Ehefrau Anne. Ja, da sind noch 2 Ortschalter und ein Wagschalt und einen zweiten Sitz. Sie schickt die Angebote raus, sorgt dafür, dass die Liefertermine eingehalten werden. So im letzten Schwung wird noch irgendein Teil am Ende lackiert. Weil vergessen gegangen ist oder weil sonst was nicht geklappt hat. Ja, haben gestern Abend hier noch ein bisschen Chaos gehabt. Kein Wunder, denn Christoph kämpft einsam. Hierzulande sind Pferde aus der Landwirtschaft vor 60 Jahren verschwunden. Dabei sind sie bodenschonend und gut fürs Klima. Das, was modern ist, merken die meisten erst, wenn es schon wieder alt ist oder so. Oder mancher Weg in die Zukunft sieht aus wie ein Weg zurück. Das haben wir hier für die Pferdearbeit, passt das immer ganz gut. Naja, schauen wir mal. Christoph sammelt seit 12 Jahren Erfahrungen mit Pferden in der Landwirtschaft. Hier sind jetzt mal so ein Teil Bilder von den Sachen, die ich gemacht habe, die ich so baue. Verschiedene Versionen, Vorderwagen. Das sind die Wagen mit Bodenantrieb, die ist so ein bisschen versteckt, mit einer handelsüblichen Maschine angehangen. Bist du das auf dem Bild? Auf dem Bild, das bin ich, ja. Das ist lang zurück. Und eben Mähwerke, sowas in der Art, wie ich das jetzt für Schweden baue. Und es wird halt nur von der Vorwärtsbewegung der Pferde angetrieben, es ist kein Motor verbaut. Das heißt, es ist auch alles sehr leise eigentlich, wenn es arbeitet. Sehr ruhig. Ja. Und vom Prinzip her dasselbe System, wie man das auch schon vor 150 Jahren gehabt hat. Sicher auch hier in Lautert, im westlichen Taunus, wo es schon immer eher kleine Höfe gab. Auch Anne und Christoph betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb. Nach der Frühschicht in der Werkstatt ist der Hof dran. Anne und Christoph haben 10 Rinder, Hühner, Hunde, Katzen und 5 Kaltblüter. Den Hof haben sie vor 7 Jahren gekauft. Viel Arbeit rund um die Uhr. Keine Zeit für Streitereien. Hätte ich mein Auto wieder. Gib mir einen Kuss und halt den Mund. Ja. Nein, bist du sicher? Neben dem Hof und der kleinen Lisbeth hat auch Anne noch einen Beruf. Meist im Homeoffice arbeitet sie Teilzeit für einen IT-Anbieter von Medizinprodukten. Ich sag immer, eigentlich finde ich die Kombination ganz nett, auch wenn sie sau anstrengend ist. Weil ich meine, ich weiß, was für was der Ausgleich ist. Ist jetzt die Landwirtschaft für den Job der Ausgleich oder der Job für den ganzen anderen Rummel, ne? Also von daher
nur Landwirtschaft wäre jetzt nicht meins. Hätte ich keine Lust drauf. Also war ja eine Option, über die wir nachgedacht haben. Habe ich aber für mich gesagt, nee, ich möchte auch gerne mich noch mit anderen normalen Menschen, die nicht nur den ganzen Tag in Kacke wühlen. Kommst du bitte zu mir? Ein neuer Tag. Und wieder beginnt er früh. 5 Uhr. Und Frost. Doch Christoph ist schon auf den Beinen. Diesmal nicht allein, sondern mit seinem Hengst Damiro. Neben Maschinenbau und Landwirtschaft sein drittes Standbein. Christoph und Damiro sind auf dem Weg zum Holzrücken, der erste Auftrag der Saison. Auch das kein leichtes Geschäft. Also, das muss man sich nicht so vorstellen, dass man da 25 geschriebene Aufträge hat, die einem das Auftragsbuch füllen. Da sagt einer, ja, bei mir kannst du diesen Winter mal kommen. Irgendwann ruft er dann an, oder auch nicht. Christoph fährt eine ganze Stunde, dann ist er am Ziel. Heute ein Buchenwald in der Nähe von St. Goa. Holzrücken mit dem Pferd, auch das macht kaum noch jemand. Christoph ist einer von nur 18 Holzrückern im gesamten Südwesten. Eine Arbeit, die Christoph glücklich macht. Teamarbeit mit dem Pferd. Du hast ja mehrere Pferde. Was für ein Pferd ist das? Ist das dein bestes Pferd im Stall oder ist das ein besonderes Pferd? Mein allererstes ist das. Den habe ich schon gehabt als Fohlen. Und dann haben wir den, der dreijährig war und gekürt war, haben wir den verkauft. Weil die Leute alle gesagt haben, man kann keine Hengste halten und dies nicht und das und jenes nicht. Und wie der 9 war, konnte ich den, wie der 9 war? Nee, 9 Jahre später konnte ich den zurückkaufen. Da war der 13. Ja, so, ja. Das ist dann auch so jemand, den man nicht so austauscht, wenn du den schon so lange hast. Tauscht man sowieso nicht aus. Tauscht ja auch seine Kinder nicht aus, weil die gerade blöd sind oder so. Bei aller Begeisterung, Christoph ist kein Träumer. Er weiß, er wird nur gebucht, wenn sich die Arbeit mit dem Pferd für den Waldbesitzer rechnet. Wie hier zum Beispiel. Die einzelnen Buchenstämme liegen verstreut im Wald. Damiro zieht sie zurecht, sodass die Maschine sie schneller aufladen kann. Hey! Gib jetzt, komm! Wie jedes Team müssen auch Pferd und Mensch sich erst wieder einarbeiten. Was elegant aussieht, ist Schwerstarbeit. Als würdet ihr miteinander tanzen. Oh, das habe ich schon mal gehört. Aber ich sage immer, ich tanze gern wie eine angeschossene Wildsau. Das ist wie so ein Sprint. 50 Meter laufen, stehen, ruhig bleiben, wieder was fressen, dann wieder Gas geben. Und so ähnlich ist es mit dem Holzrücken auch. Wir haben halt relativ viel Ruhephasen. Und da das ausgeglichen hinzukriegen, das ist dann so ein bisschen die Kunst des Fuhrmannes auch. Mhm. Wie der jetzt auch. Der spinnt jetzt heute Morgen was rum und springt was. Aber letztendlich weiß der auch, wenn es drauf ankommt, der geht bis auf die Knie. Der arbeitet sich, bis der nicht mehr hochkommt. Der kann richtig, wenn der will. Und wann will er? Wenn du dem das abverlangst. Wenn wir jetzt dickes Holz haben, was nicht geht. Gibt so einen ähnlichen Sturkopf wie dich, ne? Ja. Aber das ist gut so. Wenn wir da danach dieselbe Ruhe beim Arbeiten drin haben und den Kram, dann passt das schon. Tun wir noch ein bisschen was, würde ich sagen. Nach 6 Stunden sind beide erledigt. Heimfahrt. Trotz harter Arbeit im Wald, Maschinenbau und Landwirtschaft kommt die Familie kaum über die Runden. Ich baue ja jetzt seit 10 Jahren Maschinen. Etwas mehr wie 10 Jahre. Und ich habe nicht eine Maschine für mich selbst bauen können. Vielleicht wäre ja auch der umgekehrte Weg mal ganz nett. Dass ich arbeite und was für mich baue.
und das dann brauche. Wäre das dein Traum? Was heißt Traum? Ich will mit den Pferden Landwirtschaft machen. Das ist mein Traum. In welcher Form ist dabei eigentlich zweitrangig. Für diesen Traum stehen die Chancen in Deutschland schlecht. Eine Alternative? Auswandern. Naja, wir haben jetzt mit Schweden, hätten wir jetzt eventuell dann die Möglichkeit, da einen Betrieb zu pachten. Ja. Was da oben eigentlich gar nicht gängig ist. Das geht nur, weil der einem Deutschen gehört. So, dann könnte ich den vielleicht pachten, dann kann man mal 3-4 Jahre gucken, wie das denn ist. So, und ob ich nur Schwedisch lernen oder sonstiges, ist egal, aber dann ist nach Norwegen der Sprung nicht mehr ganz so weit. Und dann bin ich raus aus der EU. Und das wäre dein Ziel? EU-Schweden ist auch nett, aber wenn ich mir das jetzt frei aussuchen könnte und das frei finanzieren könnte, würde meine Wahl momentan auf Norwegen fallen. Die haben definitiv die bessere landwirtschaftliche Förderung, die bessere landwirtschaftliche Struktur. Die sind eben nicht EU, ein großer Punkt. Ja, das wäre schon schick. Statt mit dem Traktor könnte Christoph in Schweden oder Norwegen sein Land endlich selbst mit den Pferden bearbeiten. Denn in Deutschland ist Wirtschaftlichkeit nur mit Größe zu erreichen. Größe wiederum braucht schweres Gerät. Mehr als ein PS. Den richtigen Rahmen für ein ungewöhnliches Leben abzustecken, ist anstrengend und geht zu Lasten des Familienlebens. Auch wenn eine Freundin aus dem Dorf oft mit anpackt. Das ist Christophs Leben. Das ist Christophs Lebensinhalt. Das ist das, wofür er brennt. Das ist seine Passion. Das macht Christoph aus. Das ist Christoph. So füreinander habt ihr auch gar nicht so irrsinnig viel Zeit, wenn du hier nicht mitgehst, ne? Gar keine. Das ist etwas ernüchternd. Das Kind wird im Juni 2 Jahre alt. Die war noch nicht einmal im Schwimmbad, die war noch nicht einmal im Zoo. Wir haben eigentlich gar keine Familienzeit. Ich weiß nicht, ob das der Preis ist, den man dafür zahlen sollte. Aber das ist der Preis, den wir momentan dafür zahlen. Das muss anders werden. Das ist keine Option, dass das so bleibt. Das ist uns allen, also es ist auch dem Christoph bewusst, dass das so nicht geht. Und hört sich so doof an, aber da, zwischenmenschliches bleibt da schon mal auch auf der Strecke, ne? Umso wichtiger sind gemeinsame Mahlzeiten. Aber auch das klappt meistens nur beim Abendessen. Anne schmeißt Familie und Haushalt, hilft in der Landwirtschaft, hat ihren Beruf als Produktmanagerin. Möchtest du auch Brot? Ja. Und für Christophs Maschinenbau verwaltet sie Buchhaltung und Aufträge. Salami? Ich bin vor allem in der Kundenansprache häufig etwas diplomatischer als der Christoph. Christoph kann viel. Diplomatie gehört jetzt manchmal nicht so dazu. Aber muss ja jeder seine Schwächen haben, ne? Dafür hat der Christoph ja auch ganz viele Stärken. Ja, bitte. Eine Stärke ihrer Beziehung ist die gemeinsame Liebe zu Pferden. Schon immer. Und genau diese Liebe wird gerade auf eine harte Probe gestellt. Der hat immer schon Probleme mit Mauke gehabt, an den Beinen. Und das ist eine Sache, die ist, kriegt man ein Stück weit in den Griff, aber nicht immer ganz. Und warum auch immer, hat sich nichts am Futter geändert, hat sich nichts an der Haltung geändert. Ist das jetzt so die letzten paar Wochen oder letzten 2-3 Monate ein bisschen explodiert. Der hatte eigentlich immer hinten die schlechten Beine. Und vorne ist es aber viel schlimmer geworden. Und die Verwachsungen, die dadurch entstehen und die Schwellungen, die drücken dem die Versorgung fürs Huf ab. Tut dir das jetzt leid, dass du so ein Leckbein bist? Ja, sicher tut mir das leid. Das ist, ich sag nicht umsonst, dass die ein Stück Familie sind.
Da wünscht sich ja auch keiner, dass seine Oma mit 10 ins Krankenhaus kommt. Komm, wir sind gekommen. Soll ich den noch hier mit festhalten oder nimmst du den Setzplatz? Wie das letzte Mal, ich mal. Gut. Nur das 7 Jahre her, da war das Mädchen da, da war ich gar nicht da. Ja. Ging jetzt schnell. Nee, schneller wie auch. Er ist seit Weihnachten rum, hat er mit dem Auge vorne viel Probleme gekriegt. Und gestern war die Hofpflegerin da, fängt an sich zu trennen. Das wäre wahrscheinlich über die nächsten 2 bis 3 Wochen in die Hose gegangen. Mal rauskommen. Da hat die Stricke, wo der Hals liegt, ist aber brav. Gut. Geh, du, geh, komm, hip, hip, komm. Geh mal mit, komm, hip. Schneller geht's nicht. Tschüss. Vielen Dank. Bis dann. Für einen Moment steht die Zeit still in Lautert. Am nächsten Morgen bereitet Christoph die Auslieferung des Mähwerks nach Schweden vor und versteckt seine Trauer in Arbeit. Ja, es ist immer wieder blöd. Und man weiß, dass der Tag kommt und trotzdem ist der Tag immer wieder schrecklich. Und ich weiß aber auch, der läuft jetzt oben und freut sich seines Lebens. Ich muss nicht mehr weinen, das ist schon mal schön. Bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter als bis am Wochenende noch. Ich weiß einfach, dass es ihm jetzt besser geht und Aber trotzdem ist der noch sehr präsent. Auch ja. Für Christoph? Ach, der macht doch immer mit sich alles alleine aus. Also, ich glaube schon, ja. Aber er spricht da nicht drüber, er macht es mit sich selber aus. Ist immer sehr schwierig einzuschätzen. Schließlich ist das Mähwerk reisefertig. Anne und Christoph wollen sich in Schweden auch einen Hof zur Pacht ansehen, um Lautert vielleicht bald den Rücken zu kehren. Die Ostsee bei Travemünde. Überfahrt nach Schweden mit der Autofähre. Und vielleicht der Aufbruch in ein neues Leben. Das fühlt sich gerade an wie Urlaub. Ja, genau. Wenn ich jetzt mir das zu Hause angucke, dann... Was heißt zu Hause? Da, wo wir jetzt sind, dann haben wir so viele Fragen, die mit wenn oder wahrscheinlich eher nicht beantwortet werden, dass wir
ja, ich bin jetzt 40, da kann ich jetzt auch nicht mehr drauf warten, bis ich 50 bin, ob das dann funktioniert oder nicht. Dann brauche ich nicht mehr anfangen. Ja. Leidenschaft ist das, was Leidenschaft. Nein, dann ist das immer. Und alles, was man nicht mit Leidenschaft macht, ist halt schwierig. Warum macht man das dann? Macht man das nur, um Geld zu verdienen? Dann ist es nur ein Job und kein Beruf. Der Unterschied zwischen Beruf und Job ist halt, ein Beruf ist eine Berufung, da fühlt man sich zu berufen. Und einen Job macht man, um Geld zu verdienen. Und wenn man halt für kleines Geld irgendwelche Sachen umsetzt, die man sich in seiner Freizeit erdenkt, dann ist das auch nichts, womit man reich wird. Und so wartet hinter dem Horizont nicht der große Reichtum, aber vielleicht ein Ort, an dem die Landwirtschaft mit Pferden zum Leben reichen könnte. Der Hof, der für Anna und Christoph die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist, liegt im Värmland in Mittelschweden. Im Moment wohnt hier noch Christophs Kunde David Rückert. David ist vor 5 Jahren nach Schweden gezogen. Hallo! Meinst du so, ja? Auch David möchte eine Landwirtschaft mit Pferden betreiben. Christoph und Anne kommen die Pläne von David und seiner Lebensgefährtin Victoria entgegen. Die beiden wollen sich vergrößern, Schafzucht und Pferdehaltung ausbauen. Am nächsten Morgen die Feuerprobe. Passt der Zugwagen, den David schon von Christoph gekauft hat, zum neuen Mähwerk? Und David, freust du dich? Ich freue mich sehr. Auch David ist Landwirt im Nebenerwerb und kann sich seinen Maschinenpark nur Stück für Stück aufbauen. Wenn der Kunde zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Das ist eine Gerätschaft, mit der muss man halt lernen umzugehen, wie alle anderen Geräte auch. Ja. Braucht Zeit. Es braucht Zeit, genau. Ziel ist es eigentlich, dass wenn ich dann ausgebildetes Gespann habe, dass auch dann die Maschine fertig ist. So. Und in der Zeit kann ich halt, also ich kann die Maschine halt fahren und die Pferde damit trainieren, dran gewöhnen, mich daran gewöhnen und dann ja, kommt jetzt halt das Mähwerk und auch wenn ich es noch nicht antreiben kann. Es bleibt immer ein himmelweiter Unterschied. Es klappert alles ein bisschen mehr. Es sieht anders aus wie eine Kutsche. Es lässt sich ganz anders handeln wie eine Kutsche. Es ist für das Pferd ganz anders wie eine Kutsche. Es lässt sich anders ziehen, es reagiert anders. Ja, und schwimmen lernen ohne Schwimmbad ist schwierig. Braucht es ein bisschen Einsatz und Leidenschaft für? Ja, den braucht man halt eigentlich immer. Oder den Einsatz und Leidenschaft musst du irgendwo mitbringen. Man hat dann ja so zu Beginn einer Beziehung auch so die Illusionen, man könnte einen Menschen vielleicht ändern, was ja totaler Quatsch ist, weil eigentlich man entscheidet sich ja für einen Menschen, weil er so ist, wie er ist und nicht, weil ich ihn in irgendeine Schablone packen will, wie das für mich ideal wäre. Von daher, ich wusste zumindest mal grob, worauf ich mich einlasse. Ich wusste es nicht bis in die Endkonsequenz. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. Also von daher, ich habe mich für den Christoph entschieden und damit habe ich mich eben auch für alles drumherum entschieden. Würde vielleicht manche Entscheidungen, die wir so getroffen haben in der Zeit, anders treffen. Aber für den Christoph an sich würde ich mich immer wieder entscheiden. Mit allen Konsequenzen. Ja. Schweden. Das ist für Christoph Freiheit. Aber meines anders ist. Mach besondere Sachen oder Sachen, die halt anders sind. Und da können halt viele auch nicht mit umgehen. Und das verliert sich einfach ein bisschen, wenn ich halt nur noch ein oder zwei oder drei Nachbarn habe. Und nicht 250, die mir auf die Pelle rücken und sagen, ja, das ist nicht gut und da darf es nicht parken und dies darf es nicht machen. Und außerdem stört uns, dass du das Mähdrescher im Feld stehen gelassen hast, ja. So. Ich habe vor allem das Gefühl, dass das Lebensgefühl hier viel mehr zum Christoph passt. Ich bin wie so ein Löwenzahn, ne? Ich kann es im Asphalt oder halt auch in einem englischen Garten einsetzen. So, Hauptsache,
Gott, das ist jetzt aber ganz komisch, wenn ich das sage. Hauptsache, der Christoph düngt mich. Aber, Also dir. Was macht mich glücklich? Meine Tochter macht mich glücklich. Meine Frau macht mich glücklich. Zufriedene Tiere, die im Fressgitter stehen. Die an der Krippe stehen und fressen. Und zufrieden sind. Das ist einfach. Das sind einfache Sachen, die einen glücklich machen können. Sehen, was die Natur einem bringt. Sehen, was man gesät hat und was daraus kommt und was eigentlich ganz einfach entsteht. Ein neues Fohlen, ein neues Kalb, was eigentlich aus mehr oder minder nichts entsteht. Das macht glücklich. Auch wenn alles manchmal wie von selbst zu wachsen scheint, der Weg zum eingespielten Team aus Pferd und Mensch kostet viele Stunden Training. Christoph hat einen Pflug für David mitgebracht. Das passt besser zur Jahreszeit als ein Mähwerk. Und es ist eine gute erste Übung für Butch, das Pferd, und David, den Fuhrmann. Das Problem ist, der David kann nicht pflügen, das Pferd kann nicht pflügen. Die Pflüge, die der David hat, die sind nicht gepflügt. Die stehen da verrostet. Wenn da Rost auf dem Schar ist, dann zieht er sich doppelt so schwer oder noch schwerer. Und alles auf einmal zu lernen, funktioniert nicht. Mit den Händen führst du den Pflug und mit den Schultern oben die Pferde über die Zügel. Und die sollen dann auch noch zuverlässig in der Furche gehen. Das sind so viele Faktoren, die man lernen muss, die man wissen muss. Und das macht alles einen Unterschied. Das macht jedes Mal einen Unterschied, wenn wir hier ein Glied kürzer einhängen. Darum haben wir vorhin die Kette wieder umgebaut. Das macht alles Unterschiede. Jede Bewegung, die du machst, macht einen Unterschied. Das ist schon nicht einfach. Die haben immer gesagt, man sich mit den alten Leuten unterhält, beim Ackerbau ist Pflügen und beim Grünland ist es das Mähen, was am kompliziertesten ist. Sollen wir nochmal runter? Wir drehen nochmal eine Runde. Das ist Pferdfragen eigentlich. Und der sagt wahrscheinlich Stall und Heu. Mhm. Auf diesem Stück Land sollen in Zukunft Kartoffeln wachsen, ausschließlich bewirtschaftet mit Pferden. Bis dahin wird David lernen müssen, ein Gespann mit 2 Pferden zu fahren. Das ist leichter für die Pferde, aber für den Fuhrmann noch viel schwieriger. Da hat so manch einer manch holpriger angefangen. Daher. Jo, fängt doch keiner als Meister an. Kann man mit 2 PS die Welt retten? Nö. Kann man nicht. Vielleicht ein Stückchen Welt, wo man ist. Aber das ist ja... Wenn ich morgen aufhöre, Bockwürstchen zu essen, werden die Schweine in Deutschland auch nicht glücklich. Alle. Mein Anspruch ist es halt, dass ich meine Welt retten möchte. Weil ich mit der Welt, in der ich bisher aufgewachsen bin, und mit der Perspektive auf die Zukunft, die ich sehe, die wir dieser Welt hinterlassen, nicht zufrieden bin. Und ich kann für mich was ändern und vor allen Dingen für mich und mein Umfeld eine Alternative schaffen. Und das ist im Endeffekt die Intention, die Motivation. Wenn der David so sagt, das trifft ein bisschen zu meinem Punkt auch. Ich kann zumindest zeigen, dass es auch anders gehen könnte. Diesen Hof pachten, nach Schweden auswandern, hier mit den eigenen Maschinen, den eigenen Pferden das Land bestellen. Damit wäre zumindest ihre kleine Welt gerettet.